Hallo und herzlich willkommen. Wenn du heute bis zum Ende dabei bleibst, wirst du 10 neue Wörter zu dem Thema Körperpflege lernen. Also fangen wir sofort an. Das erste Wort: auftragen. Das bedeutet, etwas auf etwas streichen. Zum Beispiel eine Salbe oder eine Creme. Ich kann zum Beispiel sagen, ich trage jeden Morgen die Gesichtscreme auf. Das zweite Wort, tupfen. Tupfen bedeutet etwas mehr durch mehrmaliges leichtes Berühren entfernen oder auftragen. Zum Beispiel in den Puder tupfen und auf dem Gesicht auftragen. Das dritte Wort, zupfen. Also zupfen bedeutet vorsichtig mit einem schnellen Ruck an etwas ziehen. Wir nutzen das zum Beispiel, um zu sagen, mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen. Vier, tuschen. Das, was im Kontext von Körperpflege ist, ist normalerweise mit dem Wimperntuschen. Also tuschen bedeutet mit einer anderen Farbe malen. Also in dem Kontext, Wimperntuschen bedeutet mit zum Beispiel einem Mascara, Mascara auftragen, weil das ist auch eine Farbe. Also wir färben sozusagen unsere Wimpern damit. Fünf. Rasieren. Natürlich den Bart zum Beispiel rasieren. Also das bedeutet die Barthaare mit einem Rasiermesser oder Rasierapparat abschneiden. Also an der Oberfläche der Haut abschneiden natürlich. Dann kommt sechs Kämmen. Also wir sagen normalerweise die Haare kämmen mit einem Kamm. Das bedeutet unsere Haare mit einem Kamm ordentlich glätten. Sieben. Farben, also die Haarfarben zum Beispiel, das ist schon klar. Also wir ändern die Farbe unserer Haare zum Beispiel mit einem Produkt, mit einer Farbe und dann farben wir oder lassen wir das im Frisursalon für uns gemacht ist. Echt einseifen. Also wenn wir uns duschen oder baden, wir können uns mit einer Seife einreiben. Also das bedeutet einseifen. Wir reiben uns mit einer Seife ein und dann kommt neun ausspülen oder mit dem Wasser auswaschen. Nasenbohren. Nasenbohren, darunter versteht man das Einführen eines Fingers in der Nase, um ein fremden Körper oder abgetrocknetes Nasensekret zu entfernen. Also für manche Leute, das gehört auch zu den Körperpflege. Wenn du jetzt den Wortschatz für 10 neue Wörter im Körperpflege-Thema verbreitet hast, Like- und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.